So, heute geht's los mit der Maske der Echse. Und ich würde mir eigentlich gerne gerade mich verpissen, einfach mal. Du erzitterst unter den Qualen des Fluches. Ja, du mich auch. Ja, warum ich dich eigentlich direkt verziehen wollte, ist eigentlich der folgende Grund, wenn man mal auf die Karte guckt. Na du, wo waren da? Bist du schon wieder woanders hin? Schon wieder woanders unterwegs, Kollege. Nein, es ist der nächste Phylak ist schon wieder unterwegs. Also wir haben jetzt in der letzten Folge ja den eisernen, wieder, wie es auch hieß, gekillt. Soll mir aber persönlich recht sein. Oh, Alter, leg eine andere Platte auf, Kollege. Ja, jetzt haben wir eine Quest, mit der ich eigentlich so ein bisschen lange die ich eigentlich mehr oder weniger jetzt gerade ein bisschen aufgeschoben habe. Liegt aber daran, wie gesagt, dass ich jetzt einfach mal... Ja, eine Quest machen wir. Die Maske der Echse wollen wir heute angehen. Sprich mit dem Pascherin irgendwas im Großen. Alter Katz. Entschuldigung. Wo muss ich denn da hin? Ich will eigentlich mehr oder weniger mal... Wo ist der Kollege hin? Ach, da lang. Oder? Bin ich da überhaupt richtig? Aber nicht mit dir. Sondern hierhin möchte ich. Vielleicht fehlt noch ein Teil des Rituals. Ich will nichts mehr davon hören. Glaube mir bitte, wenn unser Kind stirbt, sterbe ich. Nein, mein Lotus, sag bitte nicht sowas. Ich suche jetzt den Seher auf. Jetzt lass mich in Ruhe. Hohepriester. Ach, Bayek. Tut mir leid, ich, Ich suche nach der Echse. Oh, die Echse. Eine weitere Plage für Memphis. Diese Stadt verwelkt unter einem finsteren Fluch. Krankheit, Pestilenz, in der Luft der giftige Gestank. Der Apis-Stier war so krank, dass er fast starb. Die Götter haben uns verlassen. Die Menschen erwarten Antworten von mir, aber ich bin doch genauso ratlos. Pasch! Apis, wie haben wir dich nur erzürnt? Pasch! Der Fluch trifft sogar mein eigenes Haus. Meine Frau Talmotep hatte bereits 3 Fehlgeburten in diesem Jahr. Sie ist wieder schwanger, aber wenn sie das 4. verliert... What the fuck? 3 Fehlgeburten in einem Jahr? Alter, wie oft kann die? Ich sehe mir den Fluch mal an. Der Seher meiner Frau kann helfen. Sein Haus liegt im Südwesten. Wenn die Götter verantwortlich sind, kniee ich neben dir und erwarte ihren Richterspruch. So, reiches Haus ist sehr, sonst sprich mit Taimotep. Wir müssen tun jetzt ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, wie weit der weg ist. Der leichte, da hinten schlägt er rum. Der Fremde, Level 28 ist das. Das ist mittlerweile auch schon wieder fast unser Einzugsgebiet. Also es wird wahrscheinlich der nächste sein, der fallen wird. Dann hätten wir nämlich 4, glaube ich, weg. Also 3 haben wir jetzt ja schon mal safe gemacht. Hier hat der letzten Folge, der uns ein bisschen aufgeregt hat, weil er, wie gesagt, immer wieder seine Leute mit dabei hatte. Aber dann, also alleine war, haben wir dann am Ende doch noch geholt. Wachse, oh Licht. Tritt hervor. Oh Licht. Ah!
Endlich bist du gekommen. Das Kind oder wir? Er ist unser Erlöser. Seit vielen Jahren warte ich auf ihn. Was? Schnell! Hilf mir, mein Kind im Traum vor dem Tod zu schützen! Lasst uns das Ritual fortsetzen. Bring mir den Kessel. Bring den Kessel in den Ritualzirkel. Ich bin der Meister der geheimen Dinge. Ach so, der. Die Form der Seele, die im Himmel ruht. Dann machen wir das doch mal grad. Diener des großen ich brauch doch nicht mal was drücken. Subject, zeige dich hier und heute und antworte mir ohne Lug und Trug. Lass dir die Augen öffnen. Bar jeder Nässe. Tritt hervor aus dem Strom. Zoptet, öffne ihnen die Augen. Lass dir die Augen öffnen. Vor die Freaks, ja? Unfassbar, ey. Wo sind wir? Berge von Sand. Was ist das für ein gottverlassener Ort? Das frage ich mich auch gerade, wo wir sind hier. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Jemand? Was ist das? Eine Art Gruft? Wir haben noch nie mal irgendwas. Ich muss in Bewegung bleiben, sonst verschlingt mich die Wüste. Ich vermute, dass wir da lang müssen. Aber so genau kann ich es natürlich nicht sagen, weil ich nicht weiß, was los gerade ist. Jau. Was alle sind hier? O ihr Torwächter, die ihr die Pforten bewacht, die ihr Seelen fresst und auch die Körper der Toten verschlingt. Welche Reise liegt hinter mir? Was habe ich alles gesehen? Ich bin nur einer von euch. Ich vermute, dass wir gegen den jetzt kämpfen müssen, oder? Das geht doch niemals gut. Eine riesige Kobra. Und so ganz ohne Waffen wird das richtig lustig werden. Oder aber mit Waffen. Ich glaube, wir müssen sie jetzt nämlich killen. Das ist meine Meinung jetzt gerade dazu. Also müssen wir mal so ein bisschen
Das, was ich mir jetzt denke. Irgendwas mit... Natürlich. Aber erst in der nächsten Folge, liebe Leute. Wir sehen uns mal wieder bei Assassin's Creed Origins.